Die Vögel. Ja, die habe ich bisher auch noch nicht erwischen können. Ich denke, man braucht auch Pfeil und Bogen. Oder man lockt die irgendwie mit den Samen an. Das könnte auch sein. Dass sie den ganz vertieft auf die Samen starren und dran rumknabbern und dann peng im Spaten an die Sohle kommen. Warum liegt da Fleisch? Ich esse mal das gekochte Fleisch. Nehme das da mit. Beim geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und abgehaktes Holz. Ist das von uns oder ist mein alter Speicherstand hier irgendwie mit reingewandert? Dann müsste hier aber eigentlich ein Lagerfeuer sein. Also beim Testspiel bin ich hier ans Meer ran und habe dann da gleich so ein Lagerfeuer aufgestellt und das war's. Und so ein Research-O-Mart, also ein Forschungsdingens. Ist aber auch nicht hier. Hätte ja sein können. Das Feature gibt es bei manchen Roguelikes, dass man die Hinterlassenschaften seiner Vorgänger treffen kann. Und teilweise ausplündern, was doch recht praktisch ist. So, Stöcker. Stöcker brauchen wir. So. So. Noch mehr und... es wird gleich schon wieder Abend. Aber das nehme ich hier noch alles schön mit. So. Und es scheint wirklich eine Insel zu sein. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz unsere Reserven an. Wir können keine neue Feiergrube machen. Das ist schade. Ich hätte nämlich ganz gerne jetzt schon mal so eine Art Außenbasis. Also auf der nächsten Insel halt. Dazu bräuchte man aber wesentlich mehr Stein. Na gut. Wenn nicht jetzt, wann dann? Südosten. Da. Nehmen wir aber das mal alles mit. Warum muss ich eigentlich immer auf eine andere Seite gehen, wenn ich da draufhauen will? Oh, und Gold. Sehr schön. Was lassen wir für das Gold hier? Ein Pinecone. Zack. So, schon brauchen wir nur noch 5 Stück. Ah, das machen wir morgen, das passt schon. Haben wir genug Holz? Ja, wir haben mehr als genug Holz. Sehr schön. Da können wir gleich die Forschung mal ein bisschen weiter betreiben. Haben wir danach wenigstens was zu tun. Auch wenn ich 100 Punkte brauche, fällt mir gerade ein. Wir brauchen erstmal 50, um die Bretter zu erforschen. Weil für die Kiste brauchen wir 4 Bretter. Bretter war hier. Ja, also ist noch 50 Punkte für die Bretter, dann 50 Punkte für die Kiste. Oh, und die Vögel essen anscheinend wirklich das Gras. Auf ihn! Nee. Aber es hält sich nicht davon ab, wegzufliegen. Na gut. Und das Gras ist fleißig am Nachwachsen. Sehr schön. Nehmen wir mal alles mit. Und ich schmeiße jetzt mal das Gras aufs Lagerfeuer und gucke, wie lange das hält. 1, 2, 3, 4, 5. Scheint nicht ganz so hell zu sein wie das Holzfeuer. Aber dafür kommen wir ein bisschen einfacher an das Gras ran. Und dadurch gehen die Werkzeuge nicht kaputt. Gucken mal, wie lange das wirklich hält. Und das nennt sie wahrscheinlich gleich. Ob wir jetzt einmal ein Holz verfeuern und dafür 2 Forschungspunkte aufgeben quasi. Oder ob wir 2 Gras verfeuern und dadurch 2 Forschungspunkte aufgeben. So, jetzt wird's richtig duster. Das Gras wächst tierisch schnell. Beängstigend schnell. So, du. Da drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben jetzt bisher 10 reingeworfen. Wenn diese 1 zu 2 Umrechnung wirklich klappt. Was war das? Da war gerade irgendein Geschrei. Und ich höre Getrippel. Können wir hier irgendwo... 3 Gras, 1 Stöckchen. Da basteln wir nochmal eine Fackel. Und wir lassen das dafür da. Dann laufe ich mal ganz kurz hier in das Dunkle und gucke, ob irgend so ein Monster vielleicht in eine Falle gelaufen ist. Es war nur ein Hase. Okay. Na gut.
Er ist hungrig und das Fleisch ist immer noch da. Das ist doch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, wir dürften hier eigentlich alles auf dem Boden lagern können. Das Essen... Da war schon dieses komische Geräusch. Aber hier sind keine Gegner. Ich meine, es ist ja schön, dass man so viel Zeit hat, sich vorzubereiten, aber... Das ist doch ein wenig fad. Und das Geräusch scheint anscheinend die Bäume zu sein, die hochwachsen und nicht irgendwelche Monster. Hm. So. Nacht ist gleich rum. Lagerfeuer brennt immer noch. Und die Fackel ist alle. Na gut. Aber ja, also entweder kann man wohl 5 Holzscheite pro Nacht da reinwerfen oder 10 Grasbüschel. So, die ich nehme mit. Was lassen wir denn mal hier? Wir lassen die ganzen... Oh, die Beerenbüschel müssen wir noch anpflanzen. Die kommen mal hier hin. So, die wachsen hoffentlich auch von alleine. Die ganzen Steine nehmen wir mit, weil wir wollen dieses neue Lagerfeuer bauen. Die ganzen Blumen lassen wir mal da. Und den Goldbrocken lassen wir da. Und die Seeds lassen wir da. So, mehr als genug Platz. Haben wir noch irgendwo auf unserer Insel Steine? Nein, haben wir nicht. Dann gucke ich mal ganz kurz in das letzte Fitzelchen, was wir nicht erforscht haben. Und danach geht's auf zur nächsten Insel. Und da bauen wir jetzt unser zweites Lager auf. In der Hoffnung, dass wir da irgendwas Interessantes finden. Zack. Flint kommt immer mit. Ganz viele Blumen. So. Nö, da war nichts. Dann halt das Meer zu unserer Linken Richtung Brücke. Auch wenn die Brücke ziemlich skurril aussieht. Aber, na gut. Stellen wir nicht in Frage. Die ganze Welt ist ein wenig skurril. Das passt schon. Weil wenn es hier eine Straße gibt und so eine quasi Brücke, vielleicht gibt es dann auch NPCs. Das wäre sehr schick. Handel treiben oder dergleichen. Oder als Wachen anheuern. Ich laufe einfach mal die Straße hier weiter. Außer ich sehe irgendwo Stein. Vor uns ist irgendwas. Achso, nur ein Busch. Okay. Ich brauche aber wirklich Stein, sonst kann ich kein Lagerfeuer machen. Na gut, im Notfall machen wir einfach ein kleines Lagerfeuer statt ein großes. Das müsste auch okay sein. Ah, der Weg geht ganz schön lang. Mal gucken, ob die Insel hier genauso groß ist wie unsere Startinsel. Ende. Karte. Wenn sie genauso groß wäre, dann müsste ich hier so das Ende sein. Nee, war vorher. Also viele kleine Inseln in einer Perlenschnur hintereinander. Das riecht doch ein wenig nach Spielerlenkung. Sowas mag ich eigentlich gar nicht. Aber ja, man könnte ja von vornherein auf die schwersten Inseln laufen. Gucken wir mal. Erstmal will ich jetzt kurz hier am Rand lang gehen, wieder zurück zur Brücke, um meine Theorie zu testen, dass es wirklich alles Inseln sind. Jo, schaut gut aus. Und um zu testen, ob das wirklich in so einer Perlenschnur ist, laufe ich jetzt einfach mal dahin, weil da dann wahrscheinlich die nächste Brücke wäre. So, dadurch. Wir haben genug Holz dabei, wir haben genug Gras dabei, können wir die ganze Nacht über durchfeuern. Im Notfall sogar mehrere Lagerfeuer aufstellen, das ist schon mal gut. Essen. Essen haben wir 3 geröstete Karotten. Die Samen, die wir essen können. Ja. Was essen wir jetzt? Was zur Hölle? Ein Schweinekönig und eine Pickfarm. Oh. Das sind wohl NPCs. Du bist kein Schwein. Richtig. Die verstören mich irgendwie. Ja, mich auch. Die Schweine haben ein sehr schickes Haus. Ansichtssache. Das ist ein richtiges kleines Dorf hier. Man kann sie aber nicht anklicken. Aber sie schreien immer, dass wir hässlich sind und wir keine Schweine sind. Ja. Vielleicht kann der König ja irgendwas. Ugh, er stinkt. Können wir ihn füttern? Er will keine Beeren. Willst du geröstete Karotten? Nö. Willst du Samen? Nö. Aber schön.
ist wohl so eine Art Quest. Wenn man das Richtige gibt, kriegt man dann irgendwas zurück. Das heißt, wir versuchen erstmal seine Untertanen zu bestechen. You has meat. Oh, die Schweine sind Fleischfresser. Nee, ich habe kein Meat. Das ist nicht gut. Ist der Baum da gerade geschrumpft? Ah, skurril. Oh, das könnte auch noch sein. Vielleicht wächst ja dieser... Ja, der ist auch gerade verdorrt. Oh. Also vielleicht wächst ja dieser komische Untergrund hier, dieser dunklere. Und der frisst langsam alle Ressourcen auf und zwingt einen dadurch, sich fortzubewegen. Das ist natürlich auch cool. So, ich will jetzt aber ganz schnell zurück zu unserem Heimatdorf. Um da das Essen aufzuheben, das hoffentlich noch rumliegt. Damit wir den Schweinekönig bestechen können. Ja, doch, langsam nimmt das Spiel ein wenig an Fahrt auf. Am Anfang war es doch ein wenig skurril, dass halt nichts hier los war. Außer diese Spinnen, die ich aber nicht angegriffen habe bisher. Das könnte ich aber auch ändern. Aber ich hätte schon gerne ein Schwert oder irgendeine Rüstung vorher. Stirb, du doofes Kaninchen. Oh, es wird spät. Ja. Eine Falle von uns, da müssen wir richtig sein. Und da ist auch unsere Basis. Sehr schön. Wir haben allerdings kein Fleisch. Na gut. Dann schmeißen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gras da rein. Den Rest verfeuern wir in unserer Forschung. Und es ist anscheinend wirklich immer ein Punkt. Hätte ja auch sein können, dass es ein zufälliger Wert ist zwischen 1 und sagen wir mal 2. Aber, nö. Wir sollten ja nochmal kurz was essen. So, die Berries braten wir mal. Werden sofort gegessen. Gegessen. Fast voll. Oh, die Samen auch noch. So, schon viel besser. Hier ist leider nichts gewachsen. Das ist schade. Können wir die vielleicht irgendwie mit anderen Sachen düngen? Können wir nur braten. Vielleicht mit Blüten? Ne, können wir verbrennen. Schade. Na gut, schmeißen wir ein bisschen Holz hier rein, damit wir endlich auf unsere 50 Punkte kommen. Denn ich will mal gucken, wie das aussieht. So. Einen noch. 50 Punkte und neue Freischaltung. Wir können uns holen. Hüte? Nein. Seil, Bretter, Steine oder Papyrus. Wir wollen Bretter. Dafür brauchen wir 10 Holz. Ne, 6 Holz. Gut, bringt jetzt noch nichts, da wir mit den Brettern nichts anfangen können. Obwohl, wir gucken mal, was die so machen. Vielleicht können die auch irgendwie irgendwo... Wir können die verfeuern. Nee, danke. Aber sonst geht wohl nichts. Okay, die lassen wir auch erstmal hier. So. Und dann verbringen wir mal den Rest der Nacht damit, Holz zu hacken. Und zwar von der Seite der Mauer, die wir doppelt gesät haben. Nämlich hier. Die drei können weg. Zack. Ja, nimm das, Natur. Wir sind so mächtig, wir sind Menschen, wir können alles kaputt machen. Das klang jetzt kein bisschen verbittert und so. Das kommt mit. Und Schaufel. Weg mit ihr. Weil ich denke mal, aus diesen Baumstümpfen wächst nichts mehr. Also ja, es wäre an sich unlogisch, aber manche Spiele machen sowas, ja. Hier habe ich es bisher aber noch nicht gesehen, also lassen wir es einfach mal so. Schön, neuer Tag. Dann denke ich mal, mache ich hier aber einen kleinen Cut, denn ich nehme jetzt schon seit einer Stunde am Stück auf. Das wird langsam ein wenig viel. Aber das Spiel ist sehr interessant und ich werde auf jeden Fall dieses eine Leben zu Ende spielen. Mal gucken, ob ich danach noch Neues anfange. Sonst soll es einfach nur als so kleine Einführung in das Spiel dienen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.